Beschreibung der wichtigsten Elektronenröhren in Aufbau und Funktion. Teil 1 von 2. Aufgrund der detaillierten Bilder empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Circa 1865 beschäftigt sich der Gasbläser Heinrich Geißler mit Gasentladungsröhren und dem niedrigen Gasdruck. Dabei entdeckte er, dass das Gas bei steigender Spannung Licht aussendet. Dieser Effekt wurde damals Kathodenstrahlen genannt, da die Quelle der Leuchterscheinungen immer die negative Elektrode war. Was genau diese Strahlen ausmachte bzw. den physikalischen Hintergrund, war damals noch nicht vollständig bekannt. Dabei entdeckte er, dass die Gase unterschiedliche Farben hatten. Dies waren die Spektrallinien. Jedes Element hat seine eigene Spektrallinie. . 1879 entdeckte der Physiker Sir William Crookes, dass diese Kathodenstrahlen wohl aus Teilchen bestehen, da Objekte in der Röhre diese Kathodenstrahlen blockieren können. Die Kathodenstrahlröhren haben aber einen Nebeneffekt. Fotografische Filme werden in ihrer Nähe geschwärzt, auch durch massive Objekte hindurch. Im Sommerurlaub 1895 wollte der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen diesem Phänomen auf die Spur kommen. Da immer noch unklar war, was genau diesen Effekt auslöste, nannte er es X-Strahlen. Bereits 1898 wurde diese Entdeckung kommerziell vertrieben und löste eine Revolution in der Medizin aus. . 1904 experimentierte der Physiker Sir John Ambrose Fleming mit den elektromagnetischen Wellen, die von Heinrich Hertz 1888 nachgewiesen wurden. Dafür entwickelte er eine Demodulationsröhre mit einer emittierenden elektrisch geheizten Kathode unter einem Hochvakuum. Die erste moderne Hochvakuumröhre. 1906 begann der Amerikaner Lee DeForest mit der Entwicklung eines sogenannten Audion, also dem Verstärken von elektrischen Spannungen. Ein großes Problem der damaligen Zeit war, dass Telefongespräche nicht über größere Entfernungen übertragen werden konnten und nur die stumme und zeitraubende Telegrafie zur Verfügung stand. Ebenfalls 1906 begannen die Österreicher Robert von Lieben, Eugen Reis und Sigmund Strauß einen Nachfolger des sogenannten Kathodenstrahlrelais zu entwickeln, welches 1906 zum Patent angemeldet wurde. Das Kathodenstrahlrelais war ebenfalls gedacht, um Telefongespräche elektrisch zu verstärken. Da das Kathodenstrahlrelais aber nicht zufriedenstellend funktionierte, wurde es weiterentwickelt zu einer mit Quecksilberdampf gefüllten Verstärkerröhre, der Liebenröhre. Da die Liebenröhre technische Vorteile gegenüber dem Audion von Lee DeForest hatte, entschied sich Telefunken 1911 für die Patente von Lieben und übernahm mit AEG die Produktion. Die Liebenröhre wurde ab 1912 in Serie produziert, im AEG-Kabelwerk Oberspree bei Berlin. Insgesamt wurden ca. 3000 Röhren produziert. Die hier gezeigte Röhre hat die Seriennummer SS990 und stammt aus der zweiten Hälfte von 1913. Was macht eine Röhre zur Röhre? Der Begriff ist die Kurzform von Elektronenröhre oder Vakuumröhre. Es gilt als Fauxpas, den Begriff Birne, Glühbirne oder Glühdinger zu benutzen. Im englischen Sprachraum wird meist von Electron Tube oder kurz Tube gesprochen. Der Kolben der Röhre ist meist aus Glas, bei Leistungsröhren aber auch im Verbund mit Metall oder verschiedenen Keramiken.
Der Begriff Kathode kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Rückweg. In der Elektronik ist damit meist eine negativ geladene Elektrode gemeint. Die Kathode emittiert die Elektronen mit Hilfe einer Mischung aus Oxiden oder einer Kathode aus reinem Wolfram. Bei älteren Röhren wurde das Wolfram meistens mit Thorium beschichtet, um eine höhere Emission bei niedrigeren Temperaturen zu ermöglichen. Man unterscheidet zwischen drei Arten der Kathode. Die direkt geheizte Kathode ist elektrisch auf dem gleichen Potential wie die Heizspannung. Diese Methode sorgt zwar für einen geringeren elektrischen Verbrauch bei der Heizung, hat aber schaltungstechnisch auch Nachteile. Unter anderem ist die emittierende Oberfläche der Kathode kleiner. Dies kann durch eine höhere Temperatur oder andere Beschichtung teilweise kompensiert werden. Die indirekt geheizte Kathode ist elektrisch komplett isoliert vom Heizfaden, benötigt aber dadurch mehr Heizleistung, da der Heizfaden auch das Kathodenröhrchen selbst und die Isolationspaste erhitzen muss. Indirekte Kathoden verfügen über ein mit Bariumoxid beschichtetes Röhrchen, welches eine wesentlich größere Oberfläche bietet als der nackte Heizfaden. Dadurch ist eine höhere Emission möglich. Die halbindirekt geheizte Kathode ist eine Sonderform. Sie hat denselben Aufbau einer indirekten Kathode, ist aber elektrisch mit dem Heizfaden verbunden. Erbt somit auch die Nachteile der direkt geheizten Kathode. Wieso überhaupt? Halbindirekte Kathoden werden meist bei kleinen Röhren benutzt, die nur über eine eng begrenzte Anzahl von Kontakten verfügen. Wie zum Beispiel Stiftröhren oder bei Hochspannungsgleichrichterröhren für Bildröhren, wie zum Beispiel der EY51 oder DY86. Das Ziel aller Dinge, die Anode. Der Begriff Anode kommt ebenfalls aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Aufstieg. In der Elektronik ist damit meist eine positiv geladene Elektrode gemeint. Die Anode ist die äußerste Elektrode einer Röhre und das Ziel der Elektronen. Bei Leistungsröhren kann die Anode dadurch stark angegriffen oder sogar zerstört werden, unter anderem durch Überhitzung. Das nebenstehende Bild zeigt die Anode einer Leistungspentode, der PL504, wie sie in Fernsehern zur Ablenkung benutzt wurde. Als Gegenmaßnahme wurden an der Anode Kühlfahnen angebracht, beziehungsweise die Oberfläche vergrößert, um eine Abfuhr der Wärme durch sogenannte Strahlungskühlung zu ermöglichen. Als Beispiel ist hier die Industrievariante der AD1, die EB3, zu sehen. Und unter Umständen natürlich auch ein oder mehrere Steuergitter. Die Steuergitter modulieren den Fluss der Elektronen von der Kathode auf dem Weg zur Anode. Es gibt verschiedene Formen der Steuergitter: Steuergitter, Raumladegitter und Bremsgitter. Die Details werden im zweiten Teil dieses Videos beschrieben. 1914 kommen die ersten Röhren auf den Markt für Radioempfänger. Zuerst nur von den großen Herstellern wie zum Beispiel Telefunken, AEG, Siemens und Philips. Aber auch von vielen kleinen Herstellern, wie zum Beispiel die hier abgebildete Röhre NA406 von Nickel Vakuum Technik aus München. Chaotische Typenbezeichnungen. Jeder Hersteller macht, was er will. Zum Beispiel die RIN 904 von Telefunken hieß bei anderen Herstellern unter anderem A4110, AG 495, A 430N, TE 24, 70 504, WG 43, D4, LA 203,
A4090, 4A6, E428, E424N oder A4D1. Und das sind nur einige der alternativen Bezeichnungen für diese einzige Röhre. Erst 1934 einigten sich die Hersteller auf eine Typenbezeichnung speziell für Röhren, die an Privatkunden für Rundfunkgeräte, der später sogenannten braunen Ware, also Radios, Fernseher und so weiter, verkauft wurden. Dieses System wurde für Industrieröhren für enge Toleranzen oder Langlebigkeit wieder unterlaufen. Wieder nach dem alten Schema, jeder macht, was er will. Typische Vertreter waren Telefunken Siemens sowie Philips Valvo. Dazu kamen ab den 50er Jahren Industrieröhren nach amerikanischer vierstelliger Nummernbezeichnung. Aufbau der Typenbezeichnung für Röhren. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich nur auf Röhren europäischer Hersteller. Das amerikanische Indexsystem ist aber ähnlich aufgebaut. Als Beispiel dient hier die ECH11. Der erste Buchstabe, hier das E, steht für den Heizwert der Röhre, also die benötigte Spannung für Parallelheizungen oder den Strom für Serienheizung. Die Erklärung dieser beiden Heizarten erfolgt gleich. Der zweite, dritte oder vierte Buchstabe, hier C und H, bezeichnen den Typ des Röhrensystems. Die Nummer am Ende bezeichnet den Sockel der Röhre. Leider ist dies nicht immer konsistent. Es gilt der Spruch, keine Regel ohne Ausnahme. Die Parallelheizung. Diese Beispielschaltung verfügt über einen Netztransformator auf der rechten Seite im Schaltplan. Parallel geheizte Röhren werden typischerweise mit separaten Heizwicklungen im Transformator versorgt. In diesem Beispiel gibt es drei Röhren, eine direkt geheizte Gleichrichterröhre, die AZ1. Sie verfügt über eine eigene Heizwicklung, die mittlere Wicklung in diesem Fall. Die beiden anderen Röhren, die AF7 und AL4, teilen sich die zweite Heizwicklung hier unten, da beide Röhren die gleiche Heizspannung von 4 Volt benutzen. Um zu vermeiden, dass die Spannungspotenziale der Heizwicklungen zu hoch werden, wird die Wicklung über eine Mittelanzapfung an der Signalmasse verbunden. Indirekt geheizte Röhren dürfen keine zu hohe Potenziale zwischen der Kathode und dem Heizfaden haben, da die Isolation des Fadens nur sehr dünn ist. Dieser Maximalwert wird in den Röhrendatenblättern meist mit VFK angegeben, also dem maximalen Spannungspotenzial zwischen Kathode und dem Heizfaden. Die Serienheizung. Geräte mit Serienheizung wurden meist direkt an der Netzspannung betrieben, das heißt ohne Netztransformator. Dies stammt noch aus der Vorkriegszeit, als es noch sehr viele Netzbetreiber gab, die alle mit verschiedenen Spannungen gearbeitet haben und teilweise auch mit Gleichspannung. Da reichte es, zur Anpassung der Spannung einen Widerstand hinzuzufügen. Da die Schaltungen meist für 90 Volt ausgelegt waren, konnte die unterüberschüssige Spannung einfach durch einen Lastwiderstand verheizt werden. Die Heizungen der Röhren wurden einfach in eine Reihe geschaltet. Das setzte aber voraus, dass alle Röhrenheizungen in dieser Reihe mit demselben Strombedarf arbeiteten. Vor 1946 waren es Röhren der B-, C- und V-Reihe, danach waren es die modernen Röhren der U- und P-Serie. Die P-Röhren wurden meist in Fernsehern eingesetzt. Das A steht für eine Heizung mit 4 Volt. Dieser Wert stammt aus der Zeit, als die Geräte noch mit Anodenbatterien betrieben wurden. Aufgrund des relativ hohen Strombedarfs der A-Röhren wurden diese mit Bleiakkumulatoren versorgt. Jede Zelle dieser Akkumulatoren besitzt eine Nennspannung von 2 Volt. Das B steht für eine Serienheizung mit 100 mA. Die B-Serie wurde ausschließlich für Geräte mit Gleichstrom benutzt.
Das C steht für eine Serienheizung mit 200 mA. Die C-Serie wurde auch für Geräte mit Wechselstrom benutzt. Die D-Serie wurde erst während des Zweiten Weltkriegs eingeführt und bezeichnete eine Parallelheizung speziell für tragbare Geräte. Der Wert liegt zwischen 0,6 und 1,4 Volt. Die D-Serie spielte in der Nachkriegszeit wieder eine Rolle, als die ersten tragbaren Kofferradios auf den Markt kamen. Die E-Serie ist wohl am bekanntesten, mit einer Heizspannung von 6,3 Volt. Was aber nur die wenigsten wissen, E-Röhren waren ursprünglich für Autoradios gedacht und die ersten Autobatterien hatten eine Spannung von 6,3 Volt. Viele E-Röhren haben eine Mittelanzapfung im Heizfaden, um einen Betrieb mit 6,3 oder 12,6 Volt zu ermöglichen. Die F-Serie entspricht großteils der E-Serie, außer dass die Heizspannung 13 Volt beträgt und es gibt keine Mittelanzapfung im Heizfaden. Die G-Serie ist speziell für Gleichrichterröhren gedacht und nutzt eine Heizspannung von 5 Volt. Die H-Serie nutzt einen Heizstrom von 150 mA. Die I-Serie wurde großteils in der DDR genutzt und nutzt eine Heizspannung von 20 Volt. Die K-Serie ist auch eine alte Serie für Bleiakkumulatoren mit nur einer Zelle für 2 Volt. O wie ohne Heizung. Dieser Buchstabe wurde für die ersten Halbleiter oder Röhren mit Kaltkathoden benutzt. Die P-Serie, auch bekannt als Fernsehröhren, nutzt einen Heizstrom von 300 mA, da mit dem Fortschritt der Fernsehentwicklung leistungsfähigere Röhren benötigt wurden. Die Serie Q wurde für Industrieröhren benutzt, meistens Senderöhren kleinerer Leistung. Es gibt keine wirklich standardisierte Vorgabe über Heizstrom oder Heizspannung. Die U-Serie benutzt 100 mA für die Serienheizung und wurde fast ausschließlich in Radios eingesetzt. Die V-Serie wurde nur vor 1946 für Neugeräte benutzt. Sie ist für 50 mA Serienheizung ausgelegt. Davon ausgenommen ist die maßlos überteuerte VF14 oder VF14M. Die Z-Serie beschreibt Röhren mit Kaltkathoden, meist Nixie-Röhren wie zum Beispiel die ZM1000, Stabilisatoren wie zum Beispiel die ZZ1040 oder Zählröhren wie die ZM1060. Der Buchstabe A beschreibt Dioden ohne großen Anodenstrombedarf, also zum Beispiel Demodulatoren oder Detektoren. Der Typ B beschreibt ebenfalls Dioden, identisch mit dem Typ A, aber sie verfügen über zwei Anoden pro Kathode. Typ C ist eine Triode, also eine Röhre mit einem Steuergitter, hauptsächlich für Vorverstärker und Oszillatoren. Der Typ D beschreibt Trioden allerdings als Leistungsverstärker, hauptsächlich im NF, also im niederfrequenten Bereich. Typ D ist ebenfalls eine Triode, allerdings für Leistungsverstärker,
meist für Audioverstärkung im NF-Bereich. Typ E ist eine Tetrode, also eine Röhre mit zwei Gittern, hauptsächlich für Vorverstärkung und Oszillatoren. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Röhren für die Vorverstärkung oder Leistungsverstärkung. Typ F ist eine Pentode, also eine Röhre mit drei Gittern, hauptsächlich eingesetzt für Vorverstärkung im Hochfrequenzbereich oder für Oszillatoren. Typ H ist eine Hexode oder Heptode, also eine Röhre mit vier oder fünf Gittern, eingesetzt als Mischröhre, um zum Beispiel zwei verschiedene Signale zu überlagern. Typ K ist eine Oktode, also eine Röhre mit sechs Gittern, hauptsächlich eingesetzt für selbst oszillierende Mischröhren. Typ L ist eine Pentode, also eine Röhre mit drei Gittern, diesmal aber für Leistungsverstärker, egal ob im niederfrequenten oder hochfrequenten Spektrum. In älteren Datenblättern wurde das L auch als Lautsprecherröhre übersetzt. Alles ist magisch. Das M steht für magisches Auge, magischer Balken, magischer Fächer oder magische Waage. Typ Q ist eine Nonnode, also eine Röhre mit sieben Gittern, hauptsächlich für Frequenzmodulation. Sie konnte sich aber nur in wenigen Geräten etablieren. Typ X ist eine Zweiweg-Leistungsgleichrichterröhre mit Edelgasfüllung oder Quecksilberdampffüllung. Typ Y ist eine Diode, aber als Leistungseinweggleichrichter für höhere Ströme oder höhere Spannungen. Typ Z ist ebenfalls eine Diode mit zwei Anoden, aber für die Leistungsgleichrichtung von hohen Strömen. Die Endnummer 1 bis 9 beschreibt Außenkontaktsockel. Dieser ist eine Erfindung von Philips und hatte als Nachteil, einen sehr großen Platzbedarf im Chassis zu beanspruchen. Es gibt ihn mit 5 oder 8 Kontakten. Die Endnummer 10 bis 19 beschreibt Stahlröhrensockel mit jeweils 8 oder 10 Stiften. Dieser war eine Erfindung von Telefunken, um einen festen Halt der Röhre zu gewährleisten. Er wurde auch in der Nachkriegszeit für Leistungsröhren benutzt, aufgrund der festsitzenden dicken Stifte, die einen hohen Strombedarf der Röhre sicherstellten. Die Endnummer 20 bis 29 beschreibt Oktal- bzw. Loktalsockel mit 8 Stiften. Beide sind eine amerikanische Entwicklung. Die Oktalröhren wurden als Quetschfuß produziert, was aufgrund der langen Durchführungsdrähte zu Problemen bei hohen Frequenzen führt. Der Loktalsockel hingegen hat das exakt selbe Layout im Chassis, wurde aber als moderne Pressglasröhre produziert. Ein großer Nachteil der Loktalsockelröhren ist, dass die Stifte nicht sehr fest in der Fassung sitzen und nicht für große Ströme geeignet sind. Die Endnummern 30 bis 39 beschreiben Oktalsockel. Die Endnummern 40 bis 49 beschreiben Rimlocksockel, eine Entwicklung von Philips 1946. Sie werden ebenfalls als Pressglasröhren produziert und haben wie die Loktalröhren das Problem, keine festsitzende Verbindung in der Fassung herzustellen. Bei der Endnummer 50 bis 59 werden verschiedene Sockelvarianten benutzt,
unter anderem Drahtdurchführungen für Stiftröhren oder Europasockel. Die Endnummern 60 bis 69 beschreiben die etwas seltenere Variante des neunpoligen Loctalsockels. Die bekannteste Röhre davon ist die EL60, der technische Vorgänger der EL34. Neunpolige Loctalsockel wurden meistens bei Senderöhren oder Leistungs-NF-Röhren benutzt. Die Endnummern 70 bis 79 beschreiben den achtpoligen Loctalsockel. Die bekanntesten Varianten dieser Röhre ist wohl die EM71 und EM72. Die Endnummer 80 bis 89 beschreibt den bekanntesten Sockel, den Ovalsockel mit 9 Stiften, eingesetzt unter anderem in der ECC 83, EZ81 und EL84. Die Endnummer 90 bis 99 beschreibt den Miniatursockel mit 7 Stiften. Er ist etwas kleiner als der neunpolige Novalsockel. Bekannte Vertreter sind zum Beispiel die PC oder EC90 sowie die EL92. Die Endnummern 110 bis 119 beschreiben meist Rimlock- oder Stahlröhrensockel. Die bekannteste ist die ECL 113 oder die EL 111 als Stahlröhre, die es aber nur als Entwicklungsmuster gab. Die Endnummern 150 bis 159 beschreiben meist Leistungsröhren in verschiedenen Sockeln. Die bekanntesten sind die EL 153 und FL 152. Die Endnummern 170 bis 179 beschreiben sogenannte Gnomröhren, einer Serie, die es in der DDR nur als Labormuster gab, mit sehr wenigen Geräten im Markt. Bekannte Typen sind die EF 174 und EF 172. Die Endnummern 200 bis 299 beschreiben Dekalsockel. Das sind Sockel mit 10 Stiften im selben Durchmesser wie der Novalsockel. Diese Röhren wurden meist in Fernsehern benutzt, in einer Zeit, wo die Röhrentechnik immer höher entwickelt wurde und Verbundröhren mit 2 Pentoden gebaut wurden bzw. benötigt wurden. Ein Beispiel ist zum Beispiel die PFL 200. Die Endnummern 500 bis 599 beschreiben Magnoval-Sockel mit 9 Stiften. Sie haben denselben Stiftkreis wie Novalsockel, aber größer. Sie wurden eingesetzt in Fernsehern als Leistungsendröhre, unter anderem für die Ablenkung. Beispielsweise die PL 500, 504, 508 und 519 oder die PD 500 als Hochspannungslasttriode. Ich bedanke mich für das Interesse und das Zuschauen und weiter geht's im zweiten Teil.